Patrick, wir hatten jetzt ein paar Tage Vorträge und Studium. Konntest du vielleicht noch einmal so einen für mich so eine Zusammenfassung machen, dass ich Ordnung in meinem Kopf habe und mir das ohne Zitate und so, dass ich nur so einen Überblick haben kann. Weißt du, dass ich mich das einordnen kann und speichern kann? Ja, weißt du, ich habe schon damals, wenn ich Winter bei euch war, dieses Problem gehabt mit den drei Gruppen. Wenn wir so detailliert in eine Gruppe eingehen, ob du mir das irgendwie näher bringen kannst. Ah. Ja, klar. Also, ja, ich werde das jetzt erklären und natürlich, wie du gesagt hast, gebe ich jetzt einfach einen Überblick. Das heißt, ich versuche ein paar logische Zusammenhänge zu erklären, ohne jetzt die ganzen Zitate zu bringen und so weiter. Aber ich denke, wenn wir so ein paar Prinzipien verstehen, dann können wir sehen, dass das Konzept, wie wir die drei Gruppen verstanden haben, falsch sein muss. Ja? Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht drei Gruppen an sich gibt. Ja, also ich glaube schon, dass es ziemlich eindeutig ist, ja, von den vergangenen Geschichten und auch was Ellen White über die letzte Zeit sagt, ja, dass da erst eine Botschaft zu Gottes Volk kommen muss, um sie vorzubereiten, damit dann Gottes Volk an die Welt die Botschaft bringen kann. Ja? Und insofern kann man natürlich sagen, dass es da drei Gruppen gibt. Aber die Art und Weise, wie wir das dann erklärt haben, da sehe ich ein paar Probleme und das hängt eben mit diesem dreimal Austilgen der Sünde zusammen und dass es dreimal ein Ende der Gnadenzeit gibt und dann dreimal einen letzten Test und dreimal ein Todesdekret und all diese Dinge. Ich glaube, wir haben da wirklich Sachen falsch verstanden. Ja. Also wir beweisen das ja durch die Linien, wie wir diese vergangenen Linien zusammenbringen. Und ich würde nicht sagen, ja, dass das Konzept Linie auf Linie zu studieren falsch ist, aber dass, wie wir das gemacht haben und wie wir dann die Linien zusammengebracht haben und zu welchem Schluss wir gekommen sind, dass da ein paar Fehler uns unterlaufen sind. Und wir müssen jetzt halt gucken, wie bringt man die Linien richtig zusammen. Ja, also ich würde natürlich nicht sagen, dass man das gar nicht machen soll, sondern wir müssen gucken, wo ist der Fehler. Aber also was ich damit sagen möchte, ist, ja, dass ich auf gar keinen Fall alles, was wir gelehrt haben, ablehnen, sondern dass wir jetzt sauber trennen müssen. Ja, wie es heißt in der Bibel, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, trennt das Gute vom Schlechten. Und so bin ich überzeugt davon, dass es viele Sachen gibt, ja, die wir richtig erkannt haben, viele Konzepte und Prinzipien, die einfach stimmen. Ja, nicht zuletzt, weil Ellen White zum Beispiel einfach ganz klar davon spricht. Trotzdem müssen nicht alle Schlussfolgerungen, die wir für unsere Zeit gezogen haben, unbedingt so richtig sein. Und wir wissen ja auch schon aus der Vergangenheit unserer Bewegung, dass wir immer wieder Sachen geändert haben, dass wir Dinge besser verstanden haben, dass wir erkannt haben, dass sie irgendwo wirklich falsch lagen. Ja? Und als das passiert ist, haben wir auch nicht gesagt, dass alles falsch war. Ja? Aber ich muss schon zugeben, dass das, was ich jetzt erklären möchte, sehr grundlegende Dinge sind. Also das geht schon nochmal tiefer als so die vergangenen Male. Aber kommen wir zu den Drei Drei Gruppen, genau. Und fangen wir einfach mal mit dem Konzept an, dass es dreimal ein Austilgen der Sünde Gruppen. gibt. Und damit meine ich ja dieses Austilgen der Sünde aus dem himmlischen Heiligtum. Wir müssen ja, was durch den täglichen Dienst vorausgeschattet wurde, unsere Sünden ja ins Heiligtum senden, sodass, wenn das Gericht kommt, ja, sie dann ausgetilgt werden können. Und wenn das geschehen ist, die Austilgung der Sünden aus dem himmlischen Heiligtum, dann sind die Menschen, für die das geschehen ist, auf ewig gerettet. Ja, ihr Fall ist entschieden und jetzt sind sie entweder gerettet für den Himmel oder nicht. Ja, das ist, worauf alle warten, ja, dass unsere Sünden ausgetilgt werden aus dem Himmel und dann sind wir komplett gerettet für die Ewigkeit. Und was das jetzt im Umkehrschluss bedeutet, wenn man sagt, das findet für drei Gruppen nacheinander zu verschiedenen Zeitpunkten statt, dann ist die erste Gruppe, die ihre Sünden ausgetilgt bekommt, damit schon gerettet für den Himmel, auf Ewigkeit. Und danach bringen sie dann das Evangelium auch an eine weitere Gruppe, ja, die noch nicht ihre Sünden ausgetilgt hat,
Die können dann ihre Sünden bekennen, ins Heiligtum bringen, bis dann sie gerichtet werden, auch für sie die Sünden ausgetilgt werden. Und das Ganze findet dann nochmal für eine dritte Gruppe statt. Ja, und so hat man dreimal ein Austilgen der Sünde. So, bis jetzt haben wir das so verstanden. Bis jetzt haben wir das so verstanden. Ja, und wir haben das eben durch die Linien, ja, wie wir eben die Linie auf unsere Zeit übertragen haben, diese drei Gruppen bekommen. Also wer sich vielleicht erinnert an die, wenn wir jetzt einfach mal an die Miller-Geschichte denken, an die Linie, da haben wir immer das Gleichnis der 10 Jungfrauen übertragen, früher noch zum 11. September. Ja, wir haben diesen Übertrag gemacht und haben gesagt, für die Adventisten kommt zuerst das Gleichnis der 10 Jungfrauen ab dem 11. September. Und das geht dann bis zum Sonntagsgesetz. Und da schließt die Gnadenzeit für die Adventisten. Ja, sie werden versiegelt, sie kriegen ihre Sünden ausgetilgt. Es ist das Ende der Gnadenzeit für sie. Und dann geht das Evangelium noch an die Welt. Mitternacht. Genau. Und die Welt, die Weltmenschen, die bekommen dann ihre Sünde später ausgetilgt. Ja. Und das haben wir sogar noch ja, unter Jeff so verstanden. Am Anfang waren es ja nur zwei Gruppen, also Adventisten und dann die Welt. Und die Adventisten bekommen zuerst ihre Sünden ausgetilgt und später die Welt. Ja, und das sind diese zwei verschiedenen Ende der Gnadenzeit. Und später haben wir dann sogar noch verstanden, dass innerhalb von den Adventisten es auch nochmal zwei Gruppen gibt, die wir dann Priester und Leviten genannt haben. Und vom Prinzip haben wir gesagt, ist wieder dasselbe. Zuerst bekommen die Priester ihre Sünden ausgetilgt. Und wenn sie bereit sind, gehen sie dann zum Rest der Adventisten. Und das sind dann die Leviten. Und wenn die bereit sind, kriegen die ihre Sünden ausgetilgt und dann die Welt. Und so haben wir dann die drei Gruppen bekommen. Und wir haben die drei Gruppen parallel gesetzt zu der Miller-Reformlinie. Von 11. August bis 22. Oktober. Da hatten wir die drei Gruppen parallel. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, ob das so stimmen kann, als wir in unserem Tree of Life Ministry schon vor einem halben Jahr, also eigentlich noch Ende letzten Jahres, angefangen haben zu verstehen, dass man diesen Übertrag vom 19. April in der Miller-Zeit zum 11. September gar nicht machen kann. Ja, wir haben das immer so schräg rübergezogen. Das war mit Esra 7, Vers 9 und so weiter. Und wir haben gesagt, der erste und zweite Engel wird verbunden. Das ist dieses Verbindungswerk an 9-11. Und dadurch hatten wir dann eben, dass das Gericht beginnt, dann bei den Priestern, dann hatten wir die Leviten. Wieder zwei Gruppen. Und dann, genau, und dann die Arbeiter der 11. Stunde. Und die drei Gruppen waren alle parallel zu der Miller-Geschichte. Aber dann haben wir verstanden, dass wir dieses Verbindungswerk am 11. September gar nicht machen können. Ja, weil wir gesagt haben, es muss ja eine perfekte Parallele sein. Und dann haben wir gesehen, dass... Wegen Offenbarung 18. Genau, wir hatten immer den Engel aus Offenbarung 18, was der erste und der zweite Engel zusammen ist. Denn er sagt, auch Babylon ist gefallen. Das ist die zweite Engelsbotschaft. Und deswegen haben wir gesagt, wir können die zweite Engelsbotschaft von der Miller-Geschichte zum 11. September tun. Und die waren dann da zusammen. Ja, bei 2001. Genau, aber dann haben wir erkannt, dass Offenbarung 18 die Ausgießung des Spätregens ist. Es ist das Sonntagsgesetz. Und da haben wir gesehen, dass es alles nicht passiert am 11. September. Und deswegen kann auch der Engel aus Offenbarung 18 nicht am 11. September sein. Okay. Da haben wir ihn da weggenommen. Aber wenn man das tut, dann fallen auch die drei Gruppen weg. Ja? Dann hat man keine Rechtfertigung mehr, die Priester und Leviten hinzulegen. Das fällt alles weg. Ja, das stimmt, weil die waren bis Mitternacht. Ja, okay. Man hat jetzt nur noch eine Gruppe, okay, mit der umgegangen wird vom 11. September. Darüber haben wir nicht viel geredet. Ja. Bis zum, also was wir Mitternacht genannt haben, was parallel war zum 22. Oktober, haben wir nur eine Gruppe. Ja? Und ich habe mich dann gefragt, okay, wenn wir jetzt nur noch eine Gruppe haben, wie können wir jetzt überhaupt noch dieses Konzept mit den drei Gruppen beweisen? Also wie gesagt... Und jetzt noch Kleie Prayer Company noch ist dazu, oder? Also wir nennen ja jetzt die Priester diese kleine betende Schar. Okay. Weil wir auch erkannt haben, dass 2. Chroniken 29, wo von den Priestern und Leviten gesprochen wird, dass da gar nicht von zwei Reinigungen des Tempels gesprochen wird, die nacheinander geschehen. Also wir haben immer verstanden, dass... Das habe ich nicht gewusst. Wir haben ja immer... gesagt, dass die Priester zuerst reinigen und dann die Leviten reinigen. Aber wenn man das genau liest, dann kann man eigentlich sehen, dass die Priester und Leviten zusammenarbeiten. Okay. Und zwar müssen sie sich zuerst bis zum achten Tag selbst reinigen.
Und dann ab dem achten Tag reinigen sie zusammen den Tempel. Ja, die Priester bringen alles in den Vorhof und die Leviten bringen dann von da alles in Ja, das den, ist ein wichtiger Teil, ja. zum Bach. Ja. Okay. Und wenn man das sieht, dann fällt eine wichtige Stütze weg, die eigentlich immer bewiesen hat, dass der ja im Adventismus diese zwei Gruppen sein sollen. Und das fällt damit auch Weil weg. du uns das auch in Bibel gezeigt hast, dann ich habe immer mich gedacht, ob das nicht nur auf menschliche Meinung gestellt ist, diese These. Und jetzt eigentlich hast du mir das Ja, das war, also wir haben das ja auch bewiesen, wir sind da durchgegangen, aber jeder, der das liest mit offenen Augen, kann sehen, ja, dass das in den Versen davor davon spricht, dass sie sich zuerst selbst reinigen müssen. Und wenn man dann zu dem Vers 17 kommt, wo steht, und am ersten Tag des ersten Monats begannen sie mit der Heiligung, ist klar aus den Versen davor, dass damit die Reinigung von sich selbst gemeint ist, bevor sie dann in der Lage sind, den Tempel zu reinigen. Und es gab diese Zeremonien also im Zeremonialgesetz, dieses Gebot, ja, dass die Priester den Tempel nicht betreten durften, ehe sie sich nicht selbst gereinigt haben. Okay, jetzt verstehe ich Ja. das. Warum eigentlich? Ja. Jetzt kommen wir wieder zu den Ja, der Punkt ist, drei Gruppen. dass damit der eine wichtige Stütze wegfällt, um überhaupt die zwei Gruppen Adventismus zu Verstehe zeigen. ich jetzt, okay. Und diese ganze Logik, dreimal, ja, geht eine, oder man hat es dreimal, dass eine Gruppe durch das Evangelium geht, gerichtet wird, ihre Sünden werden ausgetilgt und dann sind sie bereit, zur nächsten Gruppe zu gehen, ist damit weg. Ja. Und ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, von vorne bis hinten die Logik aufzuzeigen, ja, wie der Aufbau der Botschaft ist, wie wir zu der Struktur kommen, die wir jetzt haben. Und mir ist aufgefallen, ja, dass als das weggefallen ist mit Offenbarung 18 am 11. September und die drei Gruppen da, woher haben wir jetzt dieses Konzept, dass da dreimal ein Gericht kommt, dreimal Austilgung der Sünde und so weiter? Und ich habe es nicht mehr gesehen. Ich konnte noch sehen, dass es diese drei Gruppen geben muss, ja, die miteinander interagieren und so weiter. Darum geht es nicht. Mir geht es um die Struktur, wie diese drei Gruppen dann aussehen. Und Und wie sich auch spiegeln in den Linien. genau, ja, also ich habe mir dann halt genauer Gedanken gemacht darüber und habe gebetet und auch viel gelesen, auch viel gefunden, ja, wovon ich vorher nie gehört habe und ich nie gelesen habe. Und dann ist mir, was mir halt klar geworden ist, ist, dass das Heiligtum und vor allem die Heiligtumsdienste eigentlich der Schlüssel sind, um auf einem sicheren Fundament zu stehen. Ja. Gott hat uns im Heiligtum ein sicheres Muster gegeben, Mustere. ja, ein Typos, ein Schatten auf das Wirkliche, sodass wir verstehen können, was im Himmel vor sich geht und auch, wie die Endzeitereignisse aussehen. Und denn der große Versöhnungstag spricht ja über das Gericht. Und wenn man sich das anschaut im Heiligtum, ist es ganz klar, dass es nur eine Austilgung von Sünden für alle gibt. So. Also am großen Versöhnungstag war es so, dass die Leviten, die die Gemeinde Gottes auf Erden darstellen, einen Ruf gegeben haben, ne, an alle Menschen, also damals war es das Volk, aber es ist praktisch am Ende der Welt das ganze Volk Gottes auf der Erde. Ja, überall hat Gott Kinder. Und es ist die Gemeinde Gottes auf Erden, dargestellt durch die Leviten, die ein Verständnis über das Heiligtum haben und jetzt alle zusammenrufen, um sich am Heiligtum zu versammeln, um dieses letzte Versöhnungsopfer zu bekommen, durch das dann ihre Sünden ausgetilgt werden. Und das Heiligtum lehrt uns, dass die Leviten zuerst alle zusammenrufen und dann alle zusammen eine Austilgung bekommen. Ja, es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, denn es wäre ja ein leichtes gewesen, es darzustellen, so dass die Leviten, bevor sie alle zusammenrufen, durch ein Opfer eine Versöhnung bekommen, durch das ihre Sünden ausgetilgt werden. Und danach rufen sie alle zusammen. Ja. Aber so hat Gott es uns nicht im Muster gelehrt. Und wir müssen auf das Muster vertrauen, das Gott uns gegeben hat. Nämlich, dass der Ruf zuerst an alle geht, sich zusammen alle vor Gott demütigen und dann ist da ein Opfer, das ihre Sünden austilgt. Und ich für meinen Teil, ja, stehe lieber auf einem klaren Zeugnis auf dem Muster des Heiligtums, das Gott uns gegeben hat, anstatt
auf diesem Muster der drei Gruppen, das jetzt sowieso weggefallen ist. Ja. Und das ist ein wichtiger Baustein für mich, wo ich sage, darauf möchte ich stehen, das ist ein sicheres Fundament. Und dann gibt es auch noch eine interessante Sache, die A.T. Jones sehr ausführlich erklärt hat über die Austilgung der Sünde. Und das hat er geschrieben in seinem Buch Der bereitete Weg zur christlichen Vollkommenheit oder im Englischen The Consecrated Way to Christian Perfection. Und da schreibt er, im Englischen sind es die Seiten 117 bis 119, dass das Heiligtum erst gereinigt werden kann, wenn der Sündenstrom, der von allen Menschen ins Heiligtum fließt, aufgehört hat. Damit meint er, dass ja jetzt es Menschen gibt, die ganze Zeit ihre Sünden bekennen. Ja, und was Gott macht, er reinigt einen von der Sünde, er nimmt sie heraus und transferiert sie ins Heiligtum. Ja, und das ist die Aufgabe, die wir jetzt die ganze Zeit haben, ja, unsere Sünden vor dem Gericht ins Heiligtum zu senden. A.T. Jones macht den Punkt, ja, da wir ja dadurch die ganze Zeit das Heiligtum verunreinigen, wird es die ganze Zeit dreckig, ja, um es einfach mal platt zu sagen. Und irgendwann muss da sauber gemacht werden. Und die Logik, die er da erklärt, ist einfach, da wird nicht sauber gemacht, solange es noch dreckig wird. Ja? Das ist wie, wenn man sagt, man hat einen Rohrbruch im Haus, das Wasser sprudelt daraus und man fängt an aufzuwischen, 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 ja, also schon sauber zu machen. Das Logische wäre eigentlich erstmal das Loch zu stopfen, ja, und dann macht man sauber. Das heißt, er erklärt einfach, ja, auch von der Bibel und wie es dargelegt wird, vom Heiligtumsdienst, dass erstmal Wie es Schluss dieser gemacht wird. Sündenstrom ins Heiligtum aufhören muss. Und erst dann findet die Austilgung statt. Das bedeutet auch da, die drei Gruppen, jeder macht kleine Schmutz vor sich, geht nicht, kann nicht halten Ja, dort. denn wenn man jetzt sagt, dass da zuerst eine kleine Gruppe ist, die ihre Sünden Wie fertig ist, schon ja. ausgetilgt bekommen, das würde bedeuten, dass Gott schon anfängt zu reinigen. Ja, für die Leute reinige ich jetzt schon mal die Sünden. Aber danach geht das Evangelium ja noch an andere, die immer noch ihre Sünden bekennen können und immer noch weiter das Heiligtum dreckig machen, in Anführungszeichen. Ja. Aber das ist, wie die Bibel es sagt. Das Heiligtum wird wirklich verunreinigt durch die Sünden, die wir da hinsenden. Und das kann allein auch deswegen nicht sein. Jetzt haben wir den zweiten Punkt. Erst hatten wir den Heiligtumsdienst, der wo nur ein Opfer dargestellt wird. Und jetzt, was auch A.T. Jones erklärt, ja, dieser Sündenstrom ins Heiligtum muss komplett von allen Menschen erst gestoppt haben. Und dann wird alles mit einmal gereinigt. Ja, und auch deswegen kann es nicht sein, dass da es zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Gruppen schon diese Austilgung stattfindet. Okay, und wir haben bis jetzt immer so den Verständnis gehabt haben, dass wenn kommt zum diese Gericht, Untersuchung, Gericht und Austilgung, dann kriegen wir den Späträgen, dass wir es weiter missionieren können. Hängt das auch da etwas zusammen mit dem Spätregen und so? Ja, also wir haben ja immer verstanden, dass der Spätregen als Resultat davon kommt, dass die Sünden ausgetilgt wurden aus dem himmlischen Heiligtum. Ja, also wir haben gesagt, auch früher bei Jeff schon, ja, dass die Gnadenzeit zuerst schließt für die Adventisten und dann werden ihre Sünden ausgetilgt, also von denen, die den Test bestanden haben. Und dann bekommen sie den Spätregen. Ja, Genau. das heißt, wir haben gesagt, dass der Spätregen das Resultat des Gerichts ist. Jetzt muss man verstehen, dass das Gericht in der Bibel ja durch die Ernte dargestellt wird. Und wenn man sich jetzt einfach mal dieses Muster aus der Natur nimmt und wir wissen, die Natur soll uns diese geistigen Vorgänge lehren, dann ist ganz klar, dass wenn man sich jetzt ein Feld anguckt draußen und ein Bauer, ja, der ernten möchte, wann erntet er? Erntet er, bevor der Spätregen überhaupt sein Werk getan hat, was ist die Frucht zur völligen Reife zu bringen? Würde ein Bauer schon vor diesem Spätregen ernten? Nein, ja. Der Bauer wartet, bis der Spätregen sein Werk getan hat. Und dann kommt die Ernte. Stimmt. Aber was wir gesagt haben, ist, dass wir zuerst gerichtet werden, ja, und dann kommt der Spätregen.
das wäre viel zu spät. Wie eine Belohnung für reine Genau, Gefäße oder weil so. Ellen White sagt, dass der Spätregen noch das Werk der Gnade in uns vollendet. Ja, stimmt. Zur Wenn, Reife bringt. ja, aber wenn wir schon gerichtet sind, warum soll dann noch ein Werk der Gnade in uns vollendet werden? Das Werk der Gnade muss vor dem Gericht in uns vollendet werden, damit wir richtig beurteilt werden können im Gericht. Ja. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Grund zu verstehen, warum das falsch sein muss mit dem Spätregen danach und warum es auch so gefährlich ist, das zu glauben. Weil, wenn man sagt, dass der Spätregen das Resultat davon ist, dass die Sünden ausgetilgt sind aus dem himmlischen Heiligtum, dann sagt man ja damit, dass wenn ich den Spätregen erhalte, ich damit weiß, dass ich gerichtet bin und dass meine Sünden ausgetilgt sind. Und dass ich Denn, fertig bin. und dass ich fertig bin, dass ich praktisch gerettet bin. So Ja, haben wir gemeint, wir ja. müssen uns daran erinnern, ja, wenn die Sünden ausgetilgt sind aus dem himmlischen Heiligtum, dann kann mich nichts mehr davor oder nichts mehr hindert mich daran, dass ich in den Himmel komme. Mein Fall ist entschieden, es steht fest, ich bin auf jeden Fall gerettet für die Ewigkeit. Und wenn der Spätregen das Resultat dieser Austilgung sein würde, dann wäre es ein sicheres, äußerlich sichtbares Zeichen, dass ich gerettet bin für die Ewigkeit. Und wir müssen verstehen, es ist ja wirklich so, dass wir das wissen werden, dass wir den Spätregen bekommen. Warum? Weil Petrus, ja, als zu Pfingsten der Geist ausgegossen wurde, er hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist das, was der Prophet Joel vorhergesagt hat. Das ist der, wo er gesagt hat, ich werde meinen Geist ausgießen. Und er spricht ja da vom Früh- und den Spätregen. Wir Das haben heißt, die alle Leute verstanden, was ja, sie er sagen, ja. wusste, welche Erfahrung er hat. Und da das ja ein Typus ist für den Spätregen in unserer Zeit, werden auch wir wissen, dass das der Spätregen ist, den wir bekommen. Und wenn jetzt der Spätregen das Resultat ist vom Austilgen der Sünde aus dem himmlischen Heiligtum und wir sagen, das ist die Voraussetzung dafür, ja, also nur wenn meine Sünden ausgetilgt werden aus dem himmlischen Heiligtum, dann kann ich diesen Spätregen bekommen. Sobald ich ihn bekomme, weiß ich somit, dass ich gerettet bin. Aber das ist jetzt ein Problem, weil wir sagen dann, dass wenn wir zur Welt gehen mit der letzten Warnungsbotschaft, dass diese Botschaft enthält, dass man selber schon auf ewig gerettet ist. Und das spricht eindeutig gegen zig Zitate von Ellen White, Ja, das sagt sie, okay. ja, wo sie sagt, bis zum Ende, ja, werden wir unsere Seelen demütigen, wir werden unsere Herzen nach Sünden durchforschen. Und wir sollen niemals sagen oder auch nur denken, dass wir gerettet sind. Sie sagt, bis Christus buchstäblich in den Wolken erscheint, werden wir das nicht denken, sagt sie. Oder sollen wir es nicht denken? Und die Sache ist, wenn man aber eine prophetische Lehre hat, die das genau lehrt, ja, dann kann ich noch so viel versuchen, das nicht zu denken. Meine Lehre wird es aber verkündigen. Ja. Und deswegen kann es nicht sein. Und wir werden Ja. das auch ausstrahlen bei den Ja, Leuten, bei den Heiden wahrscheinlich. deswegen wird ja dargestellt, ja, dass alle dann auch selbst noch zur großen Trübsalzeit, ja, in den sieben letzten Plagen, zur Zeit der Angst in Jakob, alle noch sich demütigen, ihre Herzen durchforschen und bitten, ja, in Seelenangst, dass ihre Fälle doch entschieden sein mögen, dass sie gerettet werden. Wenn du aber durch Eher den, ja, demütige Ausstrahlung. Ja, wenn du aber sicher weißt durch deine prophetische Botschaft, ja, die anscheinend sagt, dass der Spätregen ja schon das Zeichen war, dass du auf ewig gerettet bist, dann könntest du diese Erfahrung gar nicht haben. Ja, Ja. dann habe ich eher diese siegreiche Ausstrahlung Genau, und die ja. Leute, ja. Und man kann dann noch so oft sagen, ja, aber wir werden ganz demütig sein, wir werden trotzdem nichts Höheres von uns denken. Es Ja, das stimmt, ist ja. völlig egal. Das kannst du Ja. nicht gegen deine Natur, das. Erstens das, ja, und es ist ja gerade Sinn und Zweck, dass Gott uns keine Botschaft gibt, solange wir noch hier sind, die uns sagt, dass wir schon sicher gerettet sind. Und Ja. hat das etwas Zusammenhängliches mit dem Siegel? Kannst du das irgendwie mit dem Spätregen? Weil wir haben immer gesagt, bei Mitternachruf bekommen wir den Genau. Siegel. Genau, also, oder beim Sonntagsgesetz Ja. bekommen wir das Siegel. Ja, genau. Und also wenn man einmal diese Prinzipien verstanden hat, ja, dann muss man jetzt ja sich Gedanken machen über all die Zitate, die wir immer verwendet haben, über die Versiegelung und auch über die geschlossene Tür und das Ende der Gnadenzeit. Und
darüber haben wir ja jetzt gesprochen in den Studien, die wir hatten. Und wir sind durch alle diese Zitate gegangen und haben gesehen, ja, dass bestimmte Schlussfolgerungen, die wir aus den Zitaten gezogen haben, nicht stimmen, weil wir da zu viel reingelesen haben. Und wir haben auseinanderklamüsert, ja, was stimmt und was stimmt nicht. Also stimmt zum Beispiel, ja, dass wenn wir zum Sonntagsgesetztest kommen, dass diejenigen, die dann das Licht schon hatten über den Sabbat und trotzdem dann den Sonntag halten, dass die das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass diejenigen, die beim Beginn dieses Tests den Sabbat halten, sofort das Siegel Gottes bekommen. Und ich spreche jetzt von dem Siegel Gottes, ja, dass dieses Bestätigungssiegel ist, dass ein Zeichen ist, dass die Engel sehen können und wodurch die Engel wissen, dass sie jetzt gerettet sind auf ewig und deswegen beschützt werden müssen während der sieben letzten Plagen. Ja, von diesem Siegel spreche ich jetzt. Das Dieses klingt als zwei Siegelwerten oder mehrere Genau, ja, Meister. wir müssen verstehen, dass in der Bibel von zwei verschiedenen Siegeln gesprochen wird. Und wenn dann zum Beispiel dieses Zitat kommt, die Welt kann nur dadurch gewarnt werden, dass sie schon versiegelte Menschen sieht, ja, müssen wir verstehen, von welchen von beiden Siegeln hier gesprochen wird. Ja, wenn man versteht, dass es zwei Siegel gibt. Das ist in Bibel ist Und sowas wie Pfad den Heiligen Geistes, so den Siegel haben wir. also der, also es gibt Pfand. einmal ein Unterpfand, Ja, genau. das habe ich gemeint. Genau, die Bibel spricht von einem Unterpfand des Heiligen Geistes, Und das ist was auch eine, was du gemeint jetzt. genau, das ist dieses erste Siegel. Ja, Okay. also es gibt ja einen Versiegelungsprozess. Und ja, Ellen White beschreibt das. Sie sagt, es ist dieses Werk, dass der Heilige Geist die Wahrheiten von Gottes Wort nimmt und sie uns auf die Seele stempelt. Ja, oder Ellen White sagt, es ist ein verwurzelt werden in der Wahrheit. Ja, es ist ein So Versiegelungsprozess. haben wir es immer gesagt, Ja, ja. sodass wir intellektuell und geistlich gegründet werden in der Wahrheit, sodass wir feststehen, gegründet auf der Wahrheit und nicht mehr bewegt werden können von der Wahrheit. Und sie sagt ja, dass wir heute dieses Werk des Geistes in uns haben müssen. Ja, wir müssen heute geheiligt werden in der Wahrheit. Wir müssen auf der Wahrheit stehen. Ist ja auch logisch, denn nur wenn wir fest in der Wahrheit stehen, können wir überhaupt den Test bestehen, der ja vor uns liegt. Ja, die Sonntagsgesetzkriege und alles. Wir müssen so begründet sein in der Wahrheit. Das heißt, versiegelt sein in der Wahrheit. In der Wahrheit versiegelt, okay. Ja, damit wir überhaupt da bestehen können. Ja, das heißt, diese Art von Siegel muss man zwangsläufig schon vor dem Test haben. Jeden Tag, sie Genau. sagt oft, ja, sind Zitate dafür, Genau. ja. Aber dann hat sie Zitate, wie zum Beispiel in 15. Manuscript Release, Seite 15, wo sie sagt, dass man das Siegel erst nach dem letzten Test bekommen kann. Ja, Ja, stimmt. das ist, wo sie sagt, der Herr hat mir klar gezeigt, dass das Bild des Tieres geformt wird, bevor die Gnadenzeit endet. Denn es ist der große Test, den Gottes Volk haben muss, bevor sie versiegelt werden. Also sie sagt, sie zitiert dann diesen Test über das Bild des Tieres aus Offenbarung 13 von Verse 11 bis 17 und Vers 15 spricht von dem weltweiten Todesdekret. Und dann sagt sie, das ist der Test, den Gottes Volk haben muss, bevor sie versiegelt werden. Also sie zitiert das genau im Zitat, dass das ist der Test, der Todesdekret. Genau. Sie sagt, ja, um das Siegel Gottes zu bekommen, muss man durch den kompletten Sonntagsgesetztest gehen bis zum Todesdekret. Und erst wenn man das bestanden hat, dann kriegt man das Siegel. Ja, aber Und das ist anderes Siegel. das scheint ja jetzt dem zu widersprechen, dass sie an anderer Stelle sagt, wir müssen jetzt versiegelt sein, um überhaupt in dem Test bestehen zu können. Also Ja. ein Siegel braucht man für den Test und ein anderes Siegel kann man erst nach dem Test bekommen. Und allein daran erkennt man schon, dass es zwei verschiedene Siegel sein müssen. Sie hängen zwar miteinander zusammen, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Sachen. Und was ist der Zusammenhang? Und ganz einfach, das zweite Siegel, was wir ganz am Ende bekommen, ist sozusagen eine Beschreibung über das erste Siegel. Also wir haben in dem Test demonstriert, dass wir auf Gottes Wahrheit stehen, dass wir loyal sind zu Gott, selbst in der größten Anfechtung. Und damit haben wir äußerlich gezeigt, ja, unseren Charakter offenbart. Und damit wurde gezeigt, dass wir ja versiegelt sind in der Wahrheit. Und das Siegel, was wir dann danach bekommen,
ist sozusagen unsere Beschriftung. Ja? Es erklärt jetzt diesen Zustand, unseren innerlichen Zustand. Aber dieses letzte Siegel tut nichts mehr innerlich in uns. Das muss alles vorher geschehen sein, was innerlich geschieht. Das Versiegelung, was wir täglich Genau, durchmachen. Und genau. diese andere Siegel, das ist so wie ein Stempel. Jetzt Genau. seid ihr fertig, jetzt könnt ihr Genau. Also es ist wie wenn man sich angenommen, ein Schutz. man macht Marmelade, ja, Ja, versiegelt das war das ein gutes Glas. Beispiel. Ja, das heißt, da ist ein Versiegelungsprozess, man nimmt ein Einmachglas und das heißt, ja, wenn man das macht, da kommt nichts raus und nichts rein. Es ist Ja. versiegelt. Und es ist ein Prozess, ja, bis das fertig ist. Aber dann, wenn es fertig ist, nimmt man am Ende ja noch eine Beschriftung, macht einen Zettel drauf und beschreibt, was drin ist. Aber diese Beschriftung hat nichts mehr mit dem Versiegelungsprozess zu tun. Ja, es ist einfach nur noch eine Beschreibung. Und bei uns kommt das eben nach dem letzten Test und ist eine Beschreibung für die Engel, die dann wissen, wen sie beschützen müssen während der sieben letzten Plagen. Ja, weil die Menschen nämlich gerettet sind auf Ewigkeit. Ja, das gibt es einfach den Engeln zu erkennen. Das Wichtige daran zu verstehen ist, wenn man jetzt versteht, dass es zwei Siegel gibt, ja, dass man die auf gar keinen Fall vertauschen darf. Das heißt, was wir immer gemacht haben, ja, wir waren ein bisschen unvorsichtig, wenn wir Schriftstellen miteinander verglichen haben. Wir haben gedacht, oh, guck mal, hier steht Siegel und hier steht das Wort Siegel. Das heißt, das ist dasselbe und kommt auf dieselbe Wegmarke auf der Linie. Einfach weil es derselbe Begriff ist. Aber es ist halt wichtig zu verstehen, dass die Bibel oft zwei verschiedene Dinge beim selben Namen nennen kann. Und wir müssen dann das Wort der Wahrheit recht teilen und erkennen, dass ein Symbol mehrere Bedeutungen haben kann, was wir eigentlich wissen aus den Regeln von William Miller. Und dass, Nach Kontext. ja, das, was nach dem Kontext eben beurteilen muss. Also ich kann nicht sagen, da steht, da bekommen Sie das Siegel und das ist immer derselbe Punkt auf der Linie. Ja, weil wir gerade gesehen haben, es gibt zwei verschiedene Siegel. Und so muss man dann immer wieder neu überlegen. Ja. Und das Fatale ist halt, ja, dass in der Vergangenheit das schon Menschen die Erlösung gekostet hat, wenn sie das nicht erkannt haben, dass da etwas beim selben Namen genannt werden kann, was aber zwei verschiedene Dinge sind. Also man denke nur an die Juden, ja, die immer nur vom Kommen Christi gelesen haben, aber weil sie nicht erkannt haben, dass da zwei verschiedene Kommen von Jesus sind, haben sie sein erstes Kommen nicht erkannt, weil sie sich immer nur auf das zweite Kommen fokussiert haben. Und dadurch haben sie Christus nicht erkannt, als er kam. Da haben sie ihn dann abgelehnt und sie haben ihre Erlösung verloren. Und so sehen wir, wie so ein einfacher Fehler einem letztendlich die Erlösung kosten kann. Und Welche die, Konsequenzen ja, es hat. hat große Konsequenzen. Und dieselbe Gefahr sehe ich jetzt auch bei so einem Thema wie dem Siegel. Und es ist nicht das einzige Beispiel bei uns, wo wir diesen Fehler machen. Aber es ist jetzt, darüber reden wir gerade, ein gutes Beispiel. Ja? Weil wenn du diesen Fehler machst, dass es nur ein Siegel ist, dann machst du entweder den Fehler, dass du zu früh schon denkst, dass du jetzt dieses letzte Siegel hast und auf ewig gerettet bist, oder du machst den Fehler, dass da noch ein Werk des Gründens in der Wahrheit in dir geschehen kann nach dem letzten Test. Ja, und beides ist fatal. Du musst das auseinanderhalten und verstehen, dass diese Siegel an zwei verschiedene Punkte auf der Linie kommen. Und wenn man das nicht sieht, macht man eben diese fatalen Fehler. Und der Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir sagen, am Beginn des Sonntagsgesetztestes wird es dann schon eine Gruppe geben, die versiegelt und auf ewig gerettet ist, ihre Sünden ausgetilgt hat und praktisch eine Botschaft hat, die besagt, dass sie ja schon gerettet sind. Und man muss eben das mit dem Siegel richtig verstehen und dann löst sich das auf. Das heißt, wenn dieses Zitat da ist, das sagt, die Welt kann nur dadurch gewarnt werden, dass sie schon Menschen sieht, die versiegelt sind, dann meint sie damit nicht das Siegel, wodurch man schon auf ewig gerettet ist. Ja, dass praktisch diese Beschriftung ist Geschützt für die ist. Engel, dass man beschützt ist und auf jeden Fall gerettet ist. Nein, es sind Menschen, die gegründet sind in der Wahrheit und dafür einstehen und das demonstrieren. Und das ist auch das, was sie in dem Zitat erklärt. Ja, sie sagt, die Menschen müssen Leute sehen, die geheiligt sind in der Wahrheit und Die Wahrheit. hohe und heilige Prinzipien auslegen. Das erklärt sie ja selber in dem Zitat. Ja.
Das heißt, sie spricht nicht von dem Siegel, das man erst nach dem letzten Test bekommt. Das bedeutet, mit diesem Siegel können wir auch missionieren gehen. Genau, ja. genau, genau. Und vielleicht ein Detail noch, was auch wichtig zu verstehen ist. Ja, sowohl das Bild des Regens, also des Früh- und Spätregens, als auch der Versiegelungsprozess sind zwei unterschiedliche Darstellungen vom selben Werk. Es ist beides das Werk des Heiligen Geistes. Ja, der Regen stellt den Geist dar. Und die Versiegelung stellt auch die Arbeit des Geistes dar in uns. Aber Gott benutzt verschiedene Bilder, um diese geistigen Geschehnisse, die wir nicht sehen können, für uns begreiflich zu machen. Das heißt, wenn wir uns jetzt das Bild des Regens anschauen, dann ist es ja durchaus so, dass der Spätregen das Werk der Gnade in uns vollendet, also ein Vervollkommnungswerk oder Perfektionswerk in uns macht. Und deswegen muss es auch genauso sein mit dem Versiegelungsprozess. Da kommt ein Punkt, wo der Versiegelungsprozess in uns abgeschlossen wird. Genauso wie der Spätregen, ja, es ist dasselbe, nur ein anderes Symbol, das Werk in uns abschließt. Und deswegen sagt sie zum Beispiel auch in Wirken der Apostel, als der Geist auf die Jünger ausgegossen wurde zu Pfingsten, dass sie für ihr Werk versiegelt wurden. Ja, sie benutzt verbindet sozusagen die Ausgießung des Geistes, ja, des Regens, mit der Versiegelung. Sie sagt, sie wurden für ihr Werk versiegelt. Aber was bedeutet es? Es bedeutet, dass das Werk des Geistes in ihnen vervollkommnet wird und sie jetzt eben fest auf diesen Wahrheiten stehen und die auch mit großer Kraft verkündigen und ausleben können. Das ist alles, was es bedeutet. Aber den Rückschluss, den wir mal gemacht haben, ist, dass das in unserer Zeit bedeuten muss, dass das zweite Siegel ist. Ja, das heißt, wenn wir den Spätregen bekommen, das würde dann bedeuten, dass das dieses letzte Siegel ist, wodurch wir ewig gerettet sind. Ja, aber das gibt der Typus gar nicht her. Denn die Jünger, als sie für ihr Werk versiegelt wurden, haben sie ihre Sünden aus dem himmlischen Heiligtum ausgetilgt bekommen? Nein. Okay, wir haben das in zusammengegeben. Ja. Wir haben da Sachen verbunden, die Zitate nicht hergeben, dass sie verbinden. Und die Linien, wie ich schon gesagt habe, geben das auch nicht mehr her, weil diese drei Gruppen ja weggefallen sind, so wie wir das verknüpft haben mit der Müller-Geschichte, wegen dem Verbindungswerk, was wir da nicht mehr machen am 11. September. Und jetzt sehen wir auch, ja, dass dieses Argument mit der Austilgung in verknüpft mit dem Siegel auch nicht mehr hinhält, wenn man erkennt, dass es da zwei Siegel gibt. Ja. Aber durch diese tägliche Versiegelung ist dieser Prozess, was haben wir immer gehört, schon auch früher, diese göttliche in menschliche? Ja, das ist nichts anderes als das Verbinden von dem Göttlichen mit dem Menschlichen. Denn der Geist ist ja der Geist Gottes. Ne? Das ist das Göttliche und er verbindet sich mit uns und wir sind das Menschliche. Also all diese Bilder drücken das aus, die Verbindung vom Göttlichen mit dem Menschlichen. Ja? Also dass Christus immer mehr Gestalt in uns annimmt, ja, dass wir geformt werden, das Ebenbild Christi und all diese Dinge. Wir überwinden eigentlich alles, was uns Gott zeigt, der Heilige Geist, dass wir nicht auf Seite legen, weil das sehr wichtig ist, dass wir das jetzt machen. Genau. Ja, dass wir da immer weiter drin fortschreiten, ja, dass wir wachsen in Christus, dass wir tiefer gegründet werden in der Wahrheit. Ja, und dadurch kann Christus sich immer besser durch uns ausdrücken. Wir können mehr manifestieren und Gott muss dieses Reinigungswerk in uns tun, bis zu dem Punkt, wo wir diese gereinigten Gefäße sind und er dann, wenn der Zeitpunkt kommt und die Umstände es erfordern, in dieser Krise, die kommt, dass er dann ja, diesen Heiligen Geist ausgießen kann und er uns diese zusätzliche Gnade geben kann, um das Werk abzuschließen. Ja. Und ich wollte dich noch zuletzt fragen, weil das hängt mir meistens auf meinem Herzen, weil durch Linien bin ich gekommen zum Botschaft und die sind für mich Schlaggeben und die Wahrheiten, ich sehe, wie die beeinflussen und bekehren die Leute, wie 25-20 und tägliche und dadurch sind wir wirklich gekommen und ich nehme das als altes Licht, ja. Was kannst du, meine ich, jetzt in Zusammenhang mit jetzt dieses neues Licht sagen? Ja, okay, also du hast jetzt neues Licht gesagt. Ich würde gar nicht mal so sehr sagen, dass es neues Licht ist, ja, weil
Weil all diese Sachen, die ich gerade erzählt habe, zugänglich sind, offen, eigentlich etabliert im Adventismus, nur so vergessen und so irgendwie wenig ausstudiert, ja, dass ja, die Leute dann ja, nicht, wie sagt man, geschützt sind vor falschen Auslegungen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, falsche Auslegung, ja, auch wenn ich jetzt sage, dass wir bestimmte Konzepte nicht richtig verstanden haben, weiß ich, dass wir in dieser Bewegung viele richtige Zusammenhänge entdeckt haben. Ja, ich meine, Ellen White sagt ja, ja, dass die Geschichte sich wiederholt, dass dass wir Parallelen sehen müssen in den Reformationsbewegungen. Das ist ja alles nicht falsch. Ja, das heißt, wir sind mit vielen richtigen Ansätzen daran gegangen und ich glaube, wir haben auch viele richtige Zusammenhänge erkannt und die sind ja jetzt nicht falsch, die sind nicht weg. Alles, was ich sage, ist, wir müssen halt gucken, wenn wir bestimmte Prinzipien sehen, die wir verletzt haben, wo wir zu falschen Schlussfolgerungen gekommen sind, dann müssen wir das jetzt richtig auseinanderhalten. Und ich habe so viel gelernt in dieser Bewegung, ich habe so viele Verknüpfungen gesehen in der Bibel, die immer noch richtig sind. Ja. Der Punkt ist halt, wenn man jetzt dahin kommt, dass Dinge falsch sind, dann muss man sie halt anpassen, so wie wir das immer gemacht haben. Und was man halt verstehen muss, ist, ja, wenn Satan Irrtum bringen möchte, dann macht er das nie offen. Ja? Es ist immer eine Mischung von Wahrheit und Irrtum. Ja? Und deswegen muss man halt vorsichtig sein, wie man so sagt, das Kind mit dem Badewasser auszuschütten. Ja? Man kann nicht sagen, ja, dass ich jetzt zum Beispiel alles ablehne oder so. Ja? Könnte ich gar nicht. Ja? Sondern ich gucke einfach, ich sehe einen Fehler. Und sage ich, da müssen wir ansetzen und gucken, wo haben wir möglicherweise die Linien auf eine falsche Weise zusammengebracht? Ja? Wo haben wir ein bestimmtes Konzept oder eine bestimmte Regel nicht verstanden, die wir beachten müssen, wenn wir diese Linien zusammenbringen? Aber ich sage ja nicht mehr, dass man die Linien nicht zusammenbringen soll, ja? Sondern die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, irgendwo haben wir was nicht richtig verstanden. Das ist alles, was ich sage. Ja? Und wo ich einfach sicher gehen möchte, ist, ich sehe diese klaren Prinzipien, ja, zum Beispiel einmal Austilgung der Sünde und zwei Siegel oder was auch immer. Ich sehe das und sage, okay, den Heiligtumsdienst zum Beispiel, das haben wir jetzt als Grundlage und das steht, ja. Und wenn ich jetzt die Linien zusammenbringe, dann muss das damit harmonieren und muss darauf aufbauen. Das heißt, ich stelle zuerst sicher, dass ich eine richtige Grundlage habe. Und dann, ja, kann ich in die vergangenen Geschichten gehen und die alle anwenden auf die letzte Zeit und in Harmonie mit diesen Grundlagen bringen. Ja. Und deswegen ja, würde ich niemals sagen, dass ich alles, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, einfach verwerfe und von vorne anfange. Nein, ich nehme alles Wunderbare, was wir gelernt haben, mit, aber bringe es zusammen, ja, mit den richtigen Wahrheiten. Und vielleicht auch noch, weil sich jetzt ja wahrscheinlich alle fragen, glaubst du jetzt, dass die Bewegung von Gott ist oder nicht? Ja, war Jeff der Reformator von Gott oder nicht? Und was ist jetzt mit der Bewegung? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wirklich diese Bewegung nicht von Gott gewesen sein kann. Ich habe lange darüber nachgedacht und für mich war es auch schwer, da zu einem Schluss zu kommen. Aber ich musste wirklich über die Prinzipien nachdenken, nach denen Gott vorgeht. Und mir wirklich überlegen, war diese Bewegung von Gott oder nicht? Ja, denn ich will einfach nur die Wahrheit. Ja. Ich habe keine Intention, diese Bewegung als nicht von Gott zu sehen oder von Gott zu sehen. Ja. Ich will einfach nur wissen, ist es so oder ist es nicht. Das heißt, wir müssen uns über die Prinzipien klar werden, nach denen Gott vorgeht und anhand dessen überlegen, kann das sein, dass die Bewegung von Gott war oder nicht. Und wo ich halt dann letztendlich überzeugt wurde, dass es nicht sein kann, liegt an dem Folgenden. Und zwar, als ich immer mehr verstanden habe, dass Jeff selbst nicht auf altem Licht steht, was aber schon öffentlich etabliert war im Adventismus. Einmal hat das zum Beispiel zu tun mit der 1888-Botschaft. Er sagt öffentlich, ja, er gibt, sag ich mal, ein Lippenbekenntnis darüber ab. Und ich glaube, er ist auch überzeugt von sich, dass er die Botschaft von 1880
annimmt, ja, und dass er sie glaubt und verkündigt und so weiter. Aber er sagt zum Beispiel, dass Sünde nur eine Handlung ist und kein Zustand. Beziehungsweise, dass wenn wir sagen, dass es ein Zustand ist, dass es dann über unseren Körper spricht, der erst verherrlicht wird, wenn Christus wiederkommt. Aber bis dahin ist alle Sünde, die wir tun, nur eine Handlung. Aber das spricht absolut gegen die 1888-Botschaft. Die Grundlage von der Verkündigung von A.T. Jones und Wegener war, dass Sünde ein Zustand ist, ja, aus dem wir befreit werden müssen, den Gott durch seine Schöpferkraft ändern muss. Und er steht nicht oft auf dieser Grundannahme. Das heißt, er hat ein. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man niemals befreit werden von der Sünde. Aber das ist ja die Botschaft von 1888, dass wir befreit werden von der Sünde und die Gerechtigkeit Christi bekommen. Und mit seiner Lehre kann man diese Erfahrung nicht haben. Und die Frage ist, würde Gott so jemanden aufrichten, ja, der nicht das Evangelium richtig versteht, der nicht die Botschaft des Evangeliums bringt, die schon 100 Jahre vorher etabliert wurde im Adventismus? Ja. Und dann hat Jeff natürlich von Anfang an den Fehler gehabt über diese zwei Austilgungen, einmal im Adventismus und dann später erst über die Welt. Wobei A.T. Jones ja erklärt hat, wie ich vorhin erklärt habe, dass es nur eine Austilgung gibt, ganz am Ende. Ja, das heißt, auch da stand er nicht auf dem Licht, was schon längst offenbart war. Ja, dass es nämlich nur eine Austilgung gibt. Das heißt, er hatte von Anfang an gravierende Fehler, dass er Dinge nicht verstanden hat. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es war ja immer so, dass der Reformator am Anfang auch Fehler hatte. Ja, stimmt, Miller hatte Fehler, die Jünger hatten Fehler. Ja, Johannes der Täufer hat nicht verstanden, wie Christus sein Reich aufrichtet. Aber der Punkt ist, es ist niemals Licht, das vorher schon verstanden wurde. Ja, wenn es schon etabliert wurde in der Geschichte von Gottes Volk, dann hat der Reformator auf jeden Fall das alte Licht. Ja, über das, was noch nicht offenbart ist, ist was anderes. Da kann Gott dann noch mehr Licht geben und auch Fehler korrigieren. Ja. Habe ich es gut verstanden? Dann bedeutet es, dass Bruder Pippinger hat eingeknüpft eigentlich auf das Neue in offizieller Gemeinde. Wo haben sich, er hat sich nicht damit beschäftigt, mit diesem alten Licht, ja? Ja, also in diesem Bereich hat er sich nicht. Wo Probleme schon gewesen waren, 19. 1888. 1930, Achso, du 50. sprichst jetzt von den 1950er und 60er Jahren. Ja, da kommen wir sofort hin. Ich wollte noch einen Punkt machen über Jeff und dieses Argument, ja, dass Gott ihn trotzdem aufgerichtet hat. Also ich habe gehört dann das Argument, dass gesagt wird, ja, aber der Adventismus ist ja in die Finsternis gegangen. Ja, und da findet immer dieses Zerstörungswerk statt und dann 1989, ja, Zeit des Endes, das ist dann die vierte Generation und da ist das Zerstörungswerk dann sozusagen vollkommen abgeschlossen und jetzt muss Gott einen neuen Reformator aufrichten und dann wird gesagt, dann wäre es ja okay, dass er bestimmte Wahrheiten vergessen hat, ja, oder dass er die nicht weiß, weil ja dieses Zerstörungswerk vor sich ging in der Zeit der Finsternis. Aber das ist nicht das Prinzip, nach dem Gott vorgeht. Denn wenn man in die vergangenen Geschichten guckt, ja, wo eine Finsternis war, zum Beispiel die 1260 Jahre Papsttum oder die 70 Jahre Babylon, obwohl immer die Masse die Wahrheiten vergessen hat, die früher waren, hatte Gott immer einen Überrest, der sozusagen die Fackel der Wahrheit weitergetragen hat. Und diese Linie, das sagt Ellen ja gerade, ist nie unterbrochen worden. Gott hat immer ein Volk, das die Wahrheit weiterträgt, auch wenn es Phasen gibt, wo die Masse in eine Finsternis geht und alles vergisst. Jetzt Ja. meinst du den Botschaft der Rechtfertigung von Genau, Gott? ja, wenn einmal diese Botschaft gegeben wird, die geht weiter und das wird nicht begraben. Und wenn einmal etabliert wird, ja, dass wenn der Heiligtumsdienst etabliert wird, wie der aussieht, ja, und wie das wirklich abläuft, ja, dann bleibt das erhalten und es gibt immer einen Überrest, der das weiterträgt. Ja? Und deswegen würde Gott nicht auf einmal einen Reformator aufrichten, der nicht auf diesen etablierten Wahrheiten steht. Ja? Und ich habe mich auch immer schon gefragt,
Wo war denn diese Bewegung? Ja, wo war denn Gottes Volk vor 1989? Wo war es in den 1980er Jahren, in 70er Jahren, 60er Jahren und so weiter? Denn man muss herausfinden, wo das ist. Ja? Wer ist das? Und das hängt jetzt noch mit der Frage zusammen, die du hattest über 1950er und 60er Jahre. Das ist auch nochmal ein Studium an sich, aber um das kurz zu erklären. Die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben kam bereits zweimal zum Adventismus. Und was ist diese Gerechtigkeit? Es ist das Hochzeitsgewand. Ja, in dem Gleichnis vom Hochzeitsgewand heißt es ja, dass das die Gerechtigkeit Christi ist, die wir annehmen sollen, um dann damit zur Hochzeit zu erscheinen. Und in dem Gleichnis ergeht zweimal ein Ruf an das Volk Gottes, die Gerechtigkeit Christi anzunehmen. Ja. Und diese Einladung kommt an die Gäste, die bereits eingeladen wurden. Ja, also wenn man liest bei dem ersten Ruf, das geht an Gäste, ja, die schon eingeladen sind. Und weil sie nicht gekommen sind, müssen sie noch gerufen werden. Ja. Das heißt, wenn man das studiert, dann sieht man, dass 1844 Christus eingegangen ist zur Hochzeit. Und es das heißt ja, dass die Jungfrauen, also das Volk Gottes, ihm folgen sollten im Glauben, zur Hochzeit einzugehen. Aber wir wissen, ja, der Laodicea-Zustand kam. Und was sagt Laodicea? Du musst das Kleid kaufen. Ja? Kaufe Gold und die weißen Kleider und die Augensalbe. Das heißt, wenn sie das weiße Kleid der Gerechtigkeit kaufen sollen, heißt es, dass sie es nicht haben. Ja? Und deswegen sagt Ellen White auch, dass die 1880er Botschaft die Laodicea-Botschaft war. Nämlich war die Aufforderung, die Gerechtigkeit Christi zu erhalten. Ja, Na, Ellen White haben die sagt, das erstes Mal abgelehnt? genau, 1888 haben die Adventisten das abgelehnt. Ja? Und was dann passiert ist, über die nächsten Jahrzehnte, A.T. Jones und Wegener, vor allem dann nach dem Tod von Ellen White, wurde komplett vergessen im Adventismus. Ja, in den 30er, 40er Jahren kannte praktisch niemand mehr diese Namen. Und es war dann erst in den 50ern, dass Leute ja verstaubt in Bibliotheken hinten auf einmal wieder diese Bücher gefunden haben. Und da fand eine riesige Erweckungsbewegung weltweit im Adventismus statt. Ja, und dann gibt es Namen wie Wieland and Short und Brinsmead und so weiter, die in verschiedenen Teilen der Welt diese Botschaft gebracht haben, bis zur Generalkonferenz. Und das hat sich richtig verbreitet. Jeder hat das mitbekommen. Aber wieder haben sie die Botschaft abgelehnt. Und da sieht man eben, dass diese zwei Rufe aus dem Gleichnis, das Hochzeitsgewand, die Gerechtigkeit anzunehmen, verworfen wurden. Und das Ding ist eben, dass nach dem zweiten Ruf gibt es keinen weiteren an die Adventgemeinde. Und deswegen ist die Frage, mit wem hat Gott das Werk weitergeführt? Und er muss es gemacht haben. Gott würde nicht nochmal 40 Jahre warten, bis er dann einen Reformer aufrichtet, der nicht mal auf den alten Wahrheiten steht. Ja. Ich meine, klar, Jeff hat natürlich andere Wahrheiten wieder gefunden, die richtig sind, ja, wie das tägliche und die 25-20 und so weiter. Aber, und er hat auch dieses Prinzip erkannt, ja, dass all die vergangenen Geschichten über unsere Zeit sprechen, ja, richtige Prinzipien. Aber wie gesagt, Ellen White warnt davor, ja, dass Satan Lehrer bringen wird, die lauter wunderbare Wahrheiten aus dem Wort Gottes nehmen, aber damit nur Fehler schmücken werden. Und Ellen White sagt auch, dass vor der wirklichen Erweckungsbewegung Satan eine Fälschung bringen wird und sie wird sehr schwer zu erkennen sein. So schwer, dass selbst die Auserwählten verführt werden könnten. Und deswegen müssen wir uns wirklich Gedanken machen und nach den Prinzipien gehen. Kann das sein, dass Gott nach diesen Prinzipien handelt hat oder hat das nicht? Okay, und den Punkt, den ich noch machen wollte in Bezug auf die Frage, ob jetzt die Bewegung von Gott war oder nicht. Und was jetzt ist, nach dem zweiten Ruf in den 50er und 60er Jahren, wo ist Gottes Volk? Ich verstehe halt ein wichtiges Prinzip, dass Gott immer zuerst zur Wahrheit führt und dann zu Gottes Volk. Ja, es ist viel wichtiger, ja, die wichtigen und richtigen Wahrheiten zu erkennen, denn es ist ja erst anhand dieser Wahrheiten, dass man Gottes wahres Volk identifizieren kann. Ja. Wir gehen ja auch nicht raus auf die Straße und sagen einem Menschen, ihr müsst Adventisten werden.
Ja? Nein, wir fangen anders an. Wir fangen Gespräche mit ihnen an, wir erklären ihnen bestimmte Konzepte und Wahrheiten. Und irgendwann ja, werden sie selber dahin geführt, wenn sie diese Wahrheiten erkennen, dass sie dann auch offen sind dafür, ja, dass da eine Bewegung ist. Und erst anhand der Wahrheiten, die sie erkannt haben, können sie dann diese Bewegung überhaupt akzeptieren, ja, oder diese Gemeinde, das Volk Gottes. Das heißt, wir müssen auch da verstehen, worum Gott vorgeht, ja, dass er einen zuerst zur Wahrheit führt und dann zum Volk Gottes. Und so wie ich es verstehe, aufgrund der Prinzipien, kann diese Bewegung, so wie ich es ja dargelegt habe, nicht von Gott sein, was nicht heißt, dass es viele Wahrheiten gibt, die wir erkannt haben, die richtig sind. Aber es muss eine durchgehende Linie sein. Und jetzt noch, ich habe noch zwei andere Punkte, die ich anfügen wollte. Das eine hat, ja. Konnte das auch jetzt, wenn du das so erzählst und erklärst, konnte das nicht auch jetzt Chance sein, für diese Ruf auch von den eventuell von Bruder Pippinger Bewegung oder auch von offizieller Gemeinde, wo dem Volk sein kann, überall, dass sie jetzt durch Verständnis von richtige Verständnis von Wahrheiten zurückgerufen werden oder so? Habe ich das schlecht Ich habe verstanden? nicht wirklich die Frage verstanden. Was für einen Ruf meinst du? Naja, wir haben immer bis jetzt gelernt, dass es kommt Zeitpunkt, wo kommt eine Botschaft, welche kann holen, auch von den anderen Bewegungen, Ja, die ja. Leute. Ja, mag sein. Ne? Ich weiß auch nicht alles, aber ich glaube, manchmal, ja, Gott hat Wege, die wir auch nicht verstehen. Ja? Und Gott kann ja viele Fäden zusammenführen. Ja. Ich sehe mich ja gar nicht als jetzt jemand, als so ein Überrest, ja, von der wahren Bewegung, der jetzt als ein Mann die Botschaft irgendwie weiterführen wird. Nein, ich glaube, ich bin ein Rad von einem ganzen Räderwerk, was ich auch nicht überblicken kann. Und Die ja, Botschaft war gegeben, so wie 1818. zig Adventisten unsere Bewegung nicht kennen und nicht von uns wissen, so müssen auch wir zugeben, dass wir überhaupt keinen Überblick haben und nicht wissen, was das alles da noch gibt. Ja? Wir müssen Vertrauen haben. Ja? Und also die Punkte, die ich jetzt noch anfügen wollte, hat einmal nochmal zu tun mit der Reinigung des Heiligtums, weil es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn die Reinigung im Heiligtum geschieht, also die Auszählung der Sünden aus dem Heiligtum, dann kann da kein Werk der Reinigung mehr in uns geschehen. Das Reinigungswerk in uns muss vorher abgeschlossen sein. Dann kommt das Untersuchungsgericht, das attestiert, ja, wo Gott dann sagt, ja, dieser Mensch hat dieses Werk abgeschlossen und dann werden die Sünden aus dem himmlischen Heiligtum ausgetilgt. Ja, ein Problem, was ich eben jetzt ganz groß gesehen habe, ist, dass vor allem bei uns, wir nennen das da Punkt C, ja, dass dort nach dem Untersuchungsgericht, wenn die Sünden ausgetilgt werden aus dem himmlischen Heiligtum, dass da auch noch die wahre Bekehrung in uns stattfindet und wir da noch gereinigt werden können von Sünden, die wir dann da noch erkennen werden. Ja, und also ich weiß nicht, wie viele Zeugnisse und Warnungen es gibt darüber, dass das eine falsche Lehre ist. Ja, wir müssen dieses Werk abgeschlossen haben vor dem Gericht. Und wenn eine Sache nicht sein kann, ja, ist, dass wir nach Beginn des Gerichts, wo ja festgestellt werden soll, ob wir das Werk getan haben oder nicht, dass es dann auf einmal immer noch stattfinden kann. Oder wie sogar jetzt gesagt wird, dass da die wahre Bekehrung erst stattfindet. Und deswegen, ja, haben wir jetzt so viele Punkte, ja, die alle zeigen, ja, dass das einfach nicht sein kann, so wie wir das mittlerweile auslegen. Und um noch einen hinzuzufügen, wollen wir noch uns jetzt kurz Gedanken machen über das universale Todesdekret. Denn wenn man das richtig versteht, hat man noch ein sehr gewichtiges Argument, um zu sehen, dass das mit den drei Gruppen, wie wir das verstanden haben, so nicht sein kann. Und zwar, wir haben kurz vorhin davon schon gesprochen, ja, dass die Adventisten
bis zu dem letzten Test gehen müssen, wo das Todesdekret kommt. Und erst wenn sie diesen Test hatten, können sie versiegelt werden. Und erst dann kommt das Ende der Gnadenzeit. Das heißt, ja, wir verstehen, ja, diesen letzten Test, wo man ins Angesicht mit dem Tod kommt, das muss jeder haben, bevor er versiegelt wird und seine Sünden ausgetilgt werden und seine Gnadenzeit endet. Jetzt, was man verstehen muss, ist, dass sie ja in diesem Zitat, wo sie das sagt, in 15. Manuscript Release 15, da sagt sie ja, dass der Test, den Gottes Volk haben muss, das universale Todesdekret ist. Ja. Und jetzt muss man nur einmal zu den anderen Zitaten gehen, wo sie das beschreibt, was dieser Test genau beinhaltet. Er beinhaltet nämlich, dass dort eine Verlautbarung geht an die ganze Welt, dass praktisch Gottes Volk zum Abschuss freigegeben wird, sprich, dass jedem Menschen auf dieser Welt erlaubt wird, Gottes Volk umzubringen. Ja, sie werden sozusagen freiwillig. Ja, sie werden zu Gesetzlosen. Und der Staat wird allen Menschen auf der Erde erlauben, Gottes Volk umzubringen. Und sie sagt, Ellen White sagt, das ist der Test, den Gottes Volk haben muss, bevor sie versiegelt werden, bevor ihre Gnadenzeit endet. So. Und wenn man jetzt sagt, ja, dass da zuerst eine kleine Gruppe ist, die zu diesem Test geführt wird, bevor dann auch die zweite und dritte Gruppe diesen Test später genauso haben, dann würde man ja sagen, dass diese kleine Gruppe zuerst durch einen Test gehen muss, wo der Staat sich hinstellt und eine weltweite Verkündigung macht, dass jetzt alle Menschen diese Leute da, diese kleine Gruppe, umbringen dürfen. Und da merkt man schon, dass das nicht sein kann. Ja, denn wir sagen ja, dass diese kleine Gruppe, wenn sie den Test hatte, danach erst die Warnungsbotschaft an die ganze Welt geben wird. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist die Welt noch nicht mal aufgeklärt über die Sabbat-Sonntag-Frage. Die wissen noch gar nichts davon. Und die meisten Menschen, wenn die sowas hören würden, die würden sich fragen, Moment mal, warum soll ich jetzt diese Gruppe umbringen? Ja, die haben gar keinen Grund dafür. Das heißt, die würden das gar nicht machen. Und das ist ein Grund, weshalb das dann gar nicht dieser Test sein kann, von dem Ellen White spricht, weil einfach der Großteil der Menschheit da nicht mitmachen würde. Und deswegen wäre es auch nicht dieser schlimme Test. Ja, das ist ja gerade das Schlimme daran, dass du an Gottes Wahrheit festhalten musst, während du weißt, dass jeder Mensch auf der Straße die Erlaubnis haben wird, dich umzubringen. Ja, aber wenn das die meisten Menschen gar nicht interessiert, weil die über das Thema noch gar nicht aufgeklärt sind, ist es nicht dieser Test. Aber Enver sagt, wir müssen diesen Test haben. Konnte auch das diese Kluft sein, oder? Ja, das ist die Kluft. Das ist das, was wir als die Kluft bezeichnen. Und die gibt es natürlich immer noch. Ja? Wenn dieses Todesdekret kommt, dieses universale Todesdekret, das wird unsere Klufterfahrung sein. Aber der Punkt ist einfach, ja, dass dieses universale Todesdekret nicht dreimal kommen kann. Einfach schon logisch nicht. Es geht nicht. Es kann das vom Ereignis her, wie es beschrieben ist, nur einmal geben. Denn die Menschen werden durch die Verkündigung des Evangeliums dahin gebracht, ja, dass sie entweder den wahren Sabbat annehmen oder ablehnen. Ja. Und durch die Ablehnung, ja, wird die Krise immer größer, die Gerichte verschärfen sich und die Plagen werden immer schlimmer. Und die Leute werden immer erboster über die Gruppe, die nicht mitmachen will und die den Sabbat hält. Und erst dadurch hat irgendwann das Papsttum diesen Rückhalt aus der Bevölkerung, auch tatsächlich das Todesdekret zu machen. Das Papsttum wird alles dafür tun, nicht so früh mit dem Todesdekret rauszukommen. Wir haben auch ein Zitat von Ellen White gelesen, wo sie sagt, Gewalt ist das letzte Mittel einer jeden falschen Religion. Und sie sagt, die ersten Mittel sind ja Verführung durch spiritistische Wunder. Ja? Sie wollen ja die Leute davon überzeugen, den Sonntag zu halten. Die Masse mitziehen. Und dann, ja, wenn das nicht hilft, dann kommen milde Strafen und dann kommen härtere Strafen und dann kommt irgendwann das Nicht-Kaufen- und Verkaufen-Dekret. Und dann, wenn das alles nichts hilft, kommt als allerletztes das universale Todesdekret. Nämlich dann, wenn die Menschen da auch mitmachen werden, wenn die Menschen ja das sogar verlangen werden, da
kommt das universale Todessekret. Denn wenn das Papsttum schon zu früh rauskommen würde, also angenommen, da ist eine kleine Gruppe, so wie wir das sagen, die jetzt dagegen aufstrebt, ja, gegen das Papsttum und so weiter, und das Papsttum würde sofort der ganzen Welt verkündigen, ihr dürft die kleine Gruppe umbringen, sie würde ja sofort die ganzen Menschen abschrecken. Gegen sich ja, das Papsttum würde sozusagen sofort seine Fassade fallen lassen, ihren wahren Charakter offenbaren, nämlich, dass sie Leute umbringen wird, die nicht mit ihr übereinstimmen. Das kann das Papsttum aber nicht so früh machen. Geht nicht. Also würde es aus Intelligenz nicht tun. Ja, das Papsttum wird beschrieben als ein Leopard, der lauert und auf seinen Zeitpunkt wartet. Es kann nicht zu früh zuschlagen. Es tut alles, um das zu verhindern. Ja. Und deswegen kann es auch aus dieser Hinsicht nicht sein, ja, dass es da drei universale Todesdekrete gibt und dreimal ein Austilgen der Sünde und dreimal ein Ende der Gnadenzeit. Nein. Es gibt so viele Möglichkeiten und wir haben jetzt noch nicht mal über alle gesprochen, aber das sind jetzt, sag ich mal, so die wichtigsten Punkte, die man so zusammenfassen kann, die einem wirklich zu denken geben sollten. Ja, und wenn man, ja, wenn man dann einfach sagt, ja, aber die Linien lernen das so, ja, dann muss man sich wirklich fragen, haben wir die Linien richtig ausgelegt? Oder haben wir da etwas falsch verstanden beim Zusammenbringen der Linien? Ja, nichts gegen das Prinzip, dass wir die Linien zusammenbringen müssen. Ja, das steht. Aber wir sagen ja selber zum Beispiel, dass FFA, ja, von Jeff zum Beispiel, dass die Linien falsch zusammenbringen. Ja? Also wir sagen selber, dass man die Linien auch falsch zusammenbringen kann. Und dann sage ich doch bitte, ja, wenn wir jetzt diese klaren Zeugnisse haben, ja, wo wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen, ja, dass wir zu falschen Schlussfolgerungen gekommen sind mit unseren Linien, lass uns doch diese Prinzipien als Grundlage nehmen und die Linien richtig aufbauen. Ja. Und ich hoffe, dass viele das sehen und sich da ehrlich Gedanken machen, dass wir vor allem ehrlich zu uns selbst sind und nicht, ja, versuchen, an was festzuhalten, nur weil wir es lange geglaubt haben.